Ja, ich begrüße dich zu diesem Dezember-Vorausschau-Video. Ja, es soll ja immer auch ein bisschen noch Humor, Spielerisches dabei sein. Das, was ich jetzt gerade zu Beginn demonstriert habe, soll einfach aufzeigen, dass es wichtig ist, eben in diesem Monat oft die Ruhe, die Stille zu suchen, also sich eben auch manchmal zurückzuziehen, also nicht immer Action, also nicht immer in der Gegend rumrennen wegen den Weihnachten da, sondern einfach auch mal zu reflektieren, sich mit geistigen, spirituellen Dingen zu beschäftigen. Ja, das geht ganz gut in diesem Dezember, auch wenn es ein bisschen eine Grundspannung vorhanden ist. Gut, an manchen Tagen auch mehr, kommt immer auch auf die Tageszahl drauf an, weil die Grundspannung, die haben wir halt einfach wegen der 16. Aber das ist ja jetzt im Wald fertig. Also nächstes Jahr müssen wir uns nicht jeden Tag mit der 16, mit der spannungsgeladenen, polaren, vulkanischen 16 rumschlagen. Also wohlgemerkt, die 16, die ist weder gut noch schlecht, sie ist einfach. Und dieses Jahr hatte ganz klar auch sehr, sehr wertvolle Eigenschaften. Zumindest ging es darum, eben vieles aufzulösen, auszulösen, aufzubrechen, frei zu machen. Gut, wie gut das jetzt gelungen ist, man kann ja bald Rückblick machen. Ja, wie gut, dass das jetzt erfolgt ist, ja, da kann man sich jetzt darüber streiten, philosophieren, was auch immer. Gut, ich sage immer, Hauptsache ist, sehr, sehr wichtig zu sagen, was du selbst machst, du als Individuum, was du dazu beitragst, was sich dann eben zum Größeren eben auswirken kann. Ja, das ist entscheidend. Egal, was da draußen alles so läuft. Ja, mal schauen, wie sich das dann eben 2017 zeigt. Gut, aber jetzt haben wir mal den Dezember noch. Ja, dieser Dezember ist wegen dem Kern der 12 eher ein empfänglicher, eben innenbetonter Monat. Also gibt es viele typische Vertiefungstage. Zum Beispiel an einem 2., 4., 8., 10., 12., 14., 18., dann vor allem auch 20., 20., 22., 24., zum Teil dann auch 28., zum Teil dann auch 25. Also Dezember ist sehr, sehr gut geeignet, eben für Geistiges, Spirituelles, eben für Reflexionen. Ja, du kannst gute Erkenntnis haben in diesem Monat. Es kann durchaus ein Aha-Monat darstellen für dich. Ja, gute Erkenntnisse, gute Lösungen bringen. Ja, die Fokusmöglichkeiten, die sind allgemein recht gut, auch die Konzentration. So, also das geht ganz gut, ja. Ja, es kann aber auch sein, dass zwischendurch und dann so um die Weihnachtszeit herum, so will ich sagen, gut, das heißt zwischendurch eben dann vor allem eben auch zwischen dem 20. und 29. 12. ja, kann so ein bisschen ein Test für die Psyche, für die Gemütslage, für die Gefühlswelten sein. Also gut, zunächst mal, es ist auch
intensiveres Denken möglich, und intensiveres Denken, das führt dann meistens auch zu intensiveren Fühlen. Das kann man nicht voneinander trennen, ja. Das kann es geben, ja, dass halt einfach ein bisschen so die Lust vielleicht, weil es hat der Dezember, manchmal sage ich dem auch, wie auch dem Februar, das sind so zwei Solarplexus-Monate, also Solarplexus-Bereich, dieser Bereich hier. Also es geht schon stark um das Wohlbefinden auch und eben um die Lust, die Freude, die Motivation, die Begeisterung. Darum sage ich dir auch, also schau doch, wenn du kannst oder wenn du nicht sowieso schon in etwas eingebunden bist, was dir völlig Bock macht, was Spaß und Freude bereitet. Also schau, dass in diesem Monat du dich verstärkt schönen, friedlichen, harmonischen, stimmigen, passenden, lustvollen Situationen aussetzt, damit eben du dafür, eben für die Psyche, die eigene etwas tun kannst. Natürlich ist es auch wertvoll, um noch die Ergänzung zu bringen, einfach dich hinzusetzen. Also wenn etwas hochkommen will, Vergangenes, irgendwelche Gefühle auch und so, alles mögliche Emotionen, also setze dich hin, hol das hinauf, tief atmen und dann eben auch das Ganze, ich sage es immer wieder in allen möglichen Videos, das Ganze fühlend, bejahend annehmen, also Danke dazu sagen. Danke, liebes Ereignis in der Vergangenheit, vielen herzlichen Dank, du bist gesegnet, danke, dass ich das erleben durfte, was mich dann eben weiterbringt in meinen menschlichen Prozess, in meiner Weiterentwicklung. Ja. Also der Dezember, ein wertvoller Monat eben für die Innenschau, für die Innenbetrachtungen. Dann aber auch wegen den vielen Einer, das ist ja so wichtig zwischen 2010 und 2019, und wenn du selbst Einer hast, dann sowieso. Die individuelle menschliche Entfaltung, Entwicklung, also das Authentische, also da kannst du auch üben, wenn du Lust hast, eben da einiges dazu tun, eben für dein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, eben alles, was mit der Eins zu tun hat, dich selbst zu sein, so eine individuelle Stärke eben da zu erreichen und so weiter und so fort. Ja, das sind so Typisches für den Dezember, mal schauen. Also ich spreche jetzt auch völlig ohne Skript und da muss ich eben überlegen, habe ich noch was vergessen? Ja, zwei Dinge sicher noch zu erwähnen, wichtig. Bitte schau doch auch die schriftliche Version an, die ich auf Facebook stelle und auch meine Homepage lebensgestaltung.ch. weil dort ist eben noch der Anhang verfügbar, also was du eben beachten solltest, beziehungsweise was ich mit dieser Botschaft oder mit diesen Botschaften eben bezwecken will, also Monatsbotschaften. Bitte lese das durch, weil das ist noch relativ wichtig. Ich möchte das jetzt hier nicht tun, weil das geht dann viel zu lange noch zusätzlich. Ja, obwohl ich gerne lange Videos mache, auch wenn das sich nicht gehört sozusagen. Aber ist mir sowieso völlig egal. Ja, ich kann übrigens auch ganz gut irgendwelche Schwächen von mir darlegen oder erklären oder aufzeigen, vor allem auch von der Vergangenheit, mache ich auch und werde ich auch in der Zukunft machen, zum Beispiel in den Bewusstseinsvideos, also da habe ich überhaupt gar keine Probleme damit. Ja, und dann noch etwas Letztes, was den Dezember betrifft, also die Weihnachtszeit. Ich habe es ja auch schriftlich so erklärt. Weißt du wieso eben gerade an Weihnachten, also da meine ich vor allem den 24., aber auch noch den 25.,
wieso an Familienfeiern, manchmal eben auch innerhalb Partnerschaften, wieso ist da manchmal wirklich sehr turbulent, also vor allem eben sehr emotional zu und her gehen kann, also da auch sicher Intensitäten möglich sind. Ich denke besonders auch dieses Jahr wegen der 16 am Schluss. Ja, wieso ist das der Fall? Weil eben, ein bisschen habe ich schon erklärt, sowohl die 2 wie auch die 5 übrigens haben eben mit der Psyche, mit der Gemütslage zu tun. Dann die 4 mit den Emotionen, also kann man auch dazu tun. Und wenn alles dabei ist, ja, dann kommt eben, will eben stärker das, was noch nicht verarbeitet ist, also alle möglichen Schatten, Muster, Schwierigkeiten, ja, die wollen eben dann hochkommen und es ist nun einfach mal so, das ist ein tieferes Gesetz, dass eben innerhalb der Familie, innerhalb von Familientreffen, gerade eben an Weihnachten, dass man eben dann relativ leicht, das passiert einfach so, meist, dass man eben dann sich gegenseitig alle möglichen Schattenmuster aktiviert. Ja, im Prinzip ein wertvoller Prozess, eine wertvolle Sache, wenn man dann zum Beispiel nach einem Streit oder so ganz vernünftig das beleuchten kann und auch zugeben kann, du schau, es ist nicht gegen dich gerichtet, es kam mir jetzt einfach hoch und ja, das beschäftigt mich und so weiter und so fort. Also da kann man ja mit mehr Bewusstsein, denke ich, ganz gut auch anschließend oder vielleicht einen Tag später damit umgehen. Ja, also die Weihnachtszeit, eine spezielle Zeit eben für Auslöser für Dinge, die eben noch, ja, die eben einfach an die Oberfläche holen. Ja. Genau, also zum Schluss, ich wünsche dir einen angenehmen, einen schönen, einen reflektionsstarken Dezember und dann auch schöne Feiern und auch, nimm es nicht zu persönlich, auch wenn es zum Beispiel hektisch wird an Weihnachten oder wenn da Emotionen hochkochen oder Streit geben, ja, mache das Beste draus oder mach das Beste draus und ja, also dann bis zum nächsten Monatsvideo, dann stehen wir bereits im neuen Jahr. Juhui, das geht wieder so schnell.